Willkommen zur vierten Folge meines Let's Plays Prison Architect. Und ich habe gerade am Ende der letzten Folge gesagt, ich weiß nicht, ob das überhaupt alle mitgekriegt haben, dass ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben könnt, ob unser Knast irgendwie Namen haben soll oder wie er heißen soll. Ich bin da offen für Vorschläge. Seitens euch oder von eurer Seite oder wie auch immer. Könnt mir da gerne was vorschlagen. Also Knast muss auch keinen Namen haben, ich weiß nicht. Das ist einfach nur so eine Idee. Was sollen wir freischalten? Cleaning. So, gleich haben wir unser Prison Intake, unseren ersten Intake. Dann kommen unsere ersten paar Knastmenschen, die böse Dinge getan haben. Können wir gleich erstmal direkt gucken, was die da alles verbrochen haben. Ich glaube, Groundskeeping sollen wir als nächstes machen hier. Ja, so, das machen wir schon mal. Und dann warten wir es einfach mal auf unsere ersten bösen Bubis. Und da kommen sie. Ich schalte aber erstmal das Intake aus, sonst kriegen wir nämlich viel zu viele Leute in unseren Knast. Wir sind nämlich eigentlich schon auf maximaler Kapazität aktuell. So, dann wollen wir nochmal gucken. Ah, das ist er gar nicht. Wo sind sie denn? Ah, da ist er. Der Bus. Da kommen die bösen Jungs. Im Jailbus, im Knastbus kommen die jetzt. So. Da haben wir einmal. Wen haben wir denn hier? Einmal auf Pause. Den Marples haben wir hier. Richard Marples, sentenced to 12 years for death by dangerous driving. Der sein... Den haben sie in den Knast geschickt, weil er aus Versehen... Okay, gut, aus Versehen auch nicht. Er war wahrscheinlich besoffen oder was und hat dann seine Familie anscheinend hier... Weil nee, nicht mal. Die Familie lebt hier noch. Anscheinend ist er hier so ein Saufkopf, so ein Saufkumpan. Drunk disorderly behavior. Plea not guilty. Death by dangerous driving. 12 Jahre im Knast dafür, dass er anscheinend gefährlich gefahren ist. Der wollte hier klauen. Okay. Was wollte der? Oh, Gangmember. Oh Gott, es geht schon los. Da haben wir das erste Gangmember. Auch Dangerous Driving. Ist er auch Gangmember hier? Nein, aber der ist Gangmember. Der hier? Der nicht. Oh, das ist schon mal gut. Choked 5 policemen who tried disturbing his Payday 2 Gaming Session. Ah, das sind ganz gefährliche Gamer hier anscheinend. Okay. 6 years for assaulting an officer. Oh, böse, böse. Unknown reputation. Okay. 7 years for rioting. 6 years vor. Okay, der hat ein Auto geklaut. Und der hier hat Violent Disorder und nochmal Violent Disorder. Okay, der war also gefährlich. Aber wir haben erstmal nur einen Gangmember, das ist schon mal gut. Der war anscheinend gefährlich. Die sind alle gefährlich, logischerweise, aber der hat hier Violent Disorder. Was auch immer das genau heißen mag. Und der liebe Herr ist Gangmember, deswegen. Na, aber wir haben erst einen Gangmember, also alles ist gut. Wir haben erst einen Gangmember, also es ist noch, die Welt ist noch in Ordnung. Noch gibt es hier keine Bandenkriege im Knast. Wobei ich weiß nicht, ob sich, wie gesagt, ich habe da mit dem Modifier noch nie gespielt, vielleicht legen die sich auch mit Non-Gangmember-Membern an. Oh, mir fällt gerade auf, oh, wir haben ein kleines Problem, wir haben nämlich hier noch gar keinen Metalldetektor. Das wäre vielleicht ganz schlau so vor dem Zellenblock. Ich meine, die Holding Cell hat einen Metalldetektor, vielleicht sollte der Zellenblock dann auch, na? Ne, na, wer braucht schon Metalldetektor? Wer braucht hier schon bei den Zellen Metalldetektor? Ja, keiner. Keiner braucht einen Metalldetektor, wofür auch? Ach, da hat schon einer böse Dinge mitgenommen. Ist das das Gangmember? Member-Männchen hier? Ne, ist er nicht mal so. Na, der Gang, das Gangmember, ist das Gangmitglied, das Bandmitglied wurde anscheinend noch gar nicht reingebracht. Mal sehen. Was hat er denn Böses verbrochen hier, der Betty? Anscheinend gar nichts. Okay. Anscheinend hat er nichts verbrochen. Gut zu wissen. Was haben wir denn noch jetzt hier Schönes? Den Lock. Heißt der Lock? Ja, Lock. Wird zu seiner Zelle gebracht. Die beiden wollen anscheinend gerade duschen. Da ist auch Duschzeit. Wo ist denn unser gefährliches Gangmember? Das will ich gleich erstmal sehen. Ah. Auf Pause gehen. Mal gucken. Ah, wo ist er denn? Da ist er. So, hat er was mitgenommen? Oh, das... Scheint hat er gar nichts mitgenommen. Obwohl er ja so ein böses, gefährliches Gangmember ist. So, da kommt der Metalldetektor. Zack, da ist er. Vor den Yard sollten wir vielleicht auch einen stellen. Ich glaube nämlich auf dem Yard können die handeln oder was? Oder treffen die sich dann und tauschen ihre bösen Substanzen aus? Und was auch immer nicht, oder was man sonst noch so alles im Knast austauscht. Sprich Messer und Löffel. Ganz gefährliche Kampflöffel, ja. Und dann stechen die sich alle ab in den Löffeln. Spitzen die an, oder was weiß ich nicht, was die mit ihren Löffeln machen.
So, Groundskeeping haben wir auch gleich. Irgendwann gleich. Zumindest. Unsere Köche kochen anscheinend schon. Eifrig. Sind die jetzt hier alle eifrig am Duschen oder was? Haben wir irgendeinen Guard, der... Ah, was machst du da? Ja, komm, du kannst mal hier gucken, dass die hier in den Duschen kein Chaos verursachen. Ah, der möchte, glaube ich, hier raus. Mach dem erstmal hier auf, bitte. Ah, der macht das schon auf. Okay, alles klar. So, was machen die denn hier, die Freunde in der Dusche? Große Versammlung, oder was? Wollen die sich nicht duschen, oder was? Anscheinend hat man hier keine Lust, sich zu duschen. Okay. Keiner will sich duschen. Jetzt wollen sie wieder alle zurück zum Zellenblock, oder was? Obwohl sie Freizeit haben. Ich meine, da könnten sie auch essen gehen und weiß ich nicht. Eigentlich alles Mögliche, aber anscheinend will man dann doch lieber zurück in die Zelle und sich nochmal einschließen lassen, weil anscheinend ist das viel besser. Okay. Na, jetzt werden sie alle reingelassen. Alle ab ihre Zellen. Wir haben leider noch nicht Deployment freigeschaltet. Deswegen können wir hier noch keinen reinstellen, der hier guckt, dass die keine bösen Dinge treiben. Aber ich glaube, der da geht gerade nur auf Klo. Und ich denke mal, die anderen werden auch gerade nur tun, was man so im Knast tut, also gar nichts. Oder ich weiß nicht, was tut man im Knast? Abgesehen von rumstehen und rumsitzen. Vermutlich nicht sehr viel. Scheinbar will auch keiner telefonieren oder sowas. Okay. Gleich haben wir hier Groundskeeping frei. Dann können wir endlich hier die ganze Kotze wegmachen. Weiß nicht, was ist das sonst? Das sieht aus hier wie... Ah, man kann ja sogar bis auf Pixel-Niveau reinzoomen. Kann man sich die ganzen schönen Dreckspixel alle gut ansehen, von dem ganzen Dreck. Aber was habe ich... Oh, ich habe, glaube ich, erstmal nur hier die Gärtner freigeschaltet. Anscheinend kotzt man hier draußen Pflanzen und nicht Dreck, okay. Auch gut zu wissen. Die machen dann hier die Pflanzenkotze weg. Oh, alles klar, da scheint doch was im Busch zu sein. Was haben wir denn hier Schönes? Ja, ich böse im Busch. So, was ist denn hier Böses im Busch? Das ist schon wieder der... Das ist doch derselbe, der hat doch schon vorhin hier. Ist doch schon vorhin aufgefallen. Was hat er denn Schönes hier? Aha, böse Pillen. Drogen. Will ihnen keiner mitnehmen, die Drogen? Warum liegen die denn auf dem Boden rum? Nicht, dass die nur einer einsteckt hier. Na, jetzt sind sie weg. Anscheinend. Okay. Ich glaube, sind die einfach despawned und sind weg. Ich bin mir auch nicht sicher. Vielleicht hat der Polizist die auch mitgenommen. Ja, der Guard. Ist ja kein Polizist, ja. Der Wärter. Und der ist hier in Solitary für 2 Stunden, weil er böse Substanzen mit sich geführt hat. Gucken, ob die hier vielleicht auch direkt hier Löffelchen und Messer mitgehen lassen wollen, hier die Freunde. Oder ob die hier nur sitzen und essen, wer weiß. Wir werden ja schon hier gut überwacht. Wie dreckig das hier überall ist, ey. Auf den Tischen alles voll hier. Von Reinlichkeit haben die auch noch nichts gehört. Ich meine, duschen wollten sie auch nicht, weil wer will schon duschen, scheinbar. Ich weiß nicht, die stehen mir alle immer so nah aneinander hier an der Tür. Das ist immer so... Ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, die wollen sich gleich alle umkloppen. Scheinbar aber doch nicht. Auch sehr effizienten hier in seinen Zellen zu bringen, nur damit... Nee, das ist nicht sein Ernst, oder? Nee. Den... Da bin ich nicht mit zufrieden. Zelle durchsuchen und ihn dann auch nochmal durchsuchen, bitte. Er hat ja hier alles am Start. War das ja nicht von seiner Zelle? Ist doch, wurde er nicht vorhin in die Zelle reingeschleppt? Haben wir die Zelle auch nochmal durchsuchen, bitte? Ich meine, die Gefangenen kriegen das ja, glaube ich, gerade nicht mit, weil die sind ja nicht in der Zelle. Ich weiß gar nicht, ob die Gefangenen das mitkriegen, wenn man die Zelle durchsucht, wenn die nicht drin sind. Ich meine, das war aber eigentlich gerade seine Zelle. Vielleicht hat er die jetzt verloren, weil er böse war und es hat jemand anders seine Zelle gekriegt. Und ist er hier wieder in der Zelle? Können wir uns vorstellen? Aber der fällt ja hier sehr negativ auf. Direkt. Also den behalten wir mal im Auge. Der scheint hier ja keine guten Absichten zu haben hier, der Freund. Na, nochmal durchsuchen hier, bitte. Ah, anscheinend doch nichts. Okay. Anscheinend hat er doch nichts. So. Planning. Da kann man nur mit planen. Ich meine, es gab auch irgendwas zum Klonen. Ach, ich
glaube, das muss man früher auch freischalten, das ist in dem Plan, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ah, kann man jetzt einfach so klonen? Oh, das wäre ja cool. Das muss man früher freischalten, meine ich. Man musste das doch irgendwie mit Rechtsklick markieren. Ja. So ging das. Ah, sehr schön, man muss das gar nicht mehr freischalten, das ist aber supi. Alles klar. Mal kurz gucken, wie groß das hier ist, hier der Bereich. Der ist 11x11 groß. Okay. Dann bauen wir hier doch mal direkt den zweiten Zellenblock dran, würde ich mal sagen. So. Den Rest kopieren wir einfach darüber, das wäre prima. Ideal ist das, ja. Dann fangen wir damit schon mal an. So, kommt dann da der Metalldetektor hin. So. Und dann bauen wir... Na, wo sind die Solitary Cellen? Da bauen wir nochmal zwei Stück hin. Da und da. Ich weiß nicht, ob wir da schon Türen jetzt direkt reinbauen können. Ich glaube schon, ja. Okay. Ich hoffe mal, dass das jetzt nicht irgendwie den ganzen Raum verbuggt, weil ich da schon Türen reinplatziert habe. Ich glaube, ich lasse das jetzt erstmal soweit so. Lass den Raum jetzt gerade erstmal spawnen. Mal ein bisschen bauen und dann spawnen. Und dann bauen wir da unseren zweiten Zellenblock schon mal hin. Allerdings glaube ich, den nächsten Zellenblock, den bauen wir erst in der nächsten Folge. Denn ich glaube, die Folge ist auch schon wieder locker 15 Minuten lang oder sowas. Deswegen werde ich diese Folge jetzt auch erstmal an dieser Stelle beenden. In der nächsten Folge werden wir dann hier unseren zweiten kleinen Zellenblock konstruieren, zu Ende bauen, weiterbauen, wie auch immer. Oh, da wurde eine böse Gabel anscheinend gerade gefunden. Im Essen. Oh mein Gott, eine Gabel im Essen. Da kriege ich ja direkt Angstzustände, wenn Gabeln im Essen gefunden werden oder am Essen. Ist ja ganz gefährlich. Kann ja gar nicht sein, sowas. Ja, wie gesagt, wir führen diesen Zellenblock dann weiter, oder wir bauen diesen Zellenblock dann weiter in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.